Hi, Marc hier von der Bikeschule Ride First, unterwegs auf dem Flyer Pedelec der B-Serie mit Bosch Motor. Touren mit E-Unterstützung sind eine super Sache, auch durch hügeliges Terrain. Es ist jedoch so, dass der Akku nicht ewig reicht, deswegen haben wir heute einige Tipps, wie wir die Reichweite optimieren können. Ein ganz wichtiger Tipp ist das gleichmäßige und flüssige Treten. Mit einer relativ hohen Trittfrequenz fahren wir, können so Energie sparen. Es ist sehr sinnvoll, wenn nicht nötig, eine geringe Stufe des Motors zu fahren, somit mehr Muskelkraft zu nutzen und ein häufiges Stop and Go vermeiden. Das heißt, während der Tour sollte man nicht sehr viele kurze Pausen machen, weil der Motor bei jeder Anfahrt mehr Energie braucht. Das heißt, eher weite Strecken und dann eine längere Pause machen. Ein ganz wichtiger Bestandteil, um mehr Energie bei der Tour zu sparen. Bei der Planung von Tagestouren ist es wichtig, um die Akkulaufzeit lange zu erhalten, sehr steile Anstiege eher zu vermeiden. Auch wenn es Spaß macht, mit viel E-Motor-Unterstützung dort hoch zu rasen, ist es besser, gemäßigte Anstiege vorzuziehen. Beim Anfahren am Berg ist auch zu beachten, einen schönen leichten Gang zu wählen und eine geringe Unterstützung des Motors. Dabei sollte man auch nicht direkt im steilsten Stück des Berges anfahren, sondern eine weniger steile Stelle aussuchen. Um die Akkulaufzeit lange zu erhalten, ist es auch wichtig, das Gesamtgewicht gering zu halten, sprich nur das nötigste Gepäck mitnehmen und in einer Gruppe verschiedene Dinge, die nicht jeder einzeln dabei haben muss, aufzuteilen. Man sollte auf jeden Fall das Ladegerät auf Touren mit dabei haben. Dann kann man während der Mittagspause eine Stunde den Akku wieder aufladen und muss sich im Nachmittag keine Sorgen machen, dass die Akkulaufzeit nicht ausreicht. Das waren ein paar Tipps von mir, um die Akkulaufzeit auf langen Touren aufrechtzuerhalten. Viel Spaß auf euren Routen und Touren mit dem E-Bike und genießt die Natur.